Da werden junge Leute zwangsrekrutiert und direkt in den Tod geschickt. Wir, die Grünen, sind dafür, dass man mehr Waffen dahin liefert, weil wir müssen unseren Freunden da helfen. Hallo meine Lieben, unser heutiger Gast, Herr Ernst Wolf, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und bei unseren heutigen Themen, wir beginnen mit den Themen, die in Afrika gerade die Welt erschüttern. Dann kommen wir aber auch noch zur deutschen Wirtschaft, dem Immobilienmarkt, AfD und sehr, sehr viele interessante Themen. Und im Anschluss ein paar unzensierte Fragen, die es dann bei meiner eigenen Plattform Mein Opinio gibt. Derzeit 50% auf den ersten Monat der Mitgliedschaft. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mit dem Putsch im Niger, denn der erschüttert aktuell den Westen. Was ist hier überhaupt los? Naja, der Putsch in Niger ist ja nicht der erste seiner Art in der Sahelzone, sondern alleine in der westlichen Sahelzone hat es ja in den letzten 2,5 Jahren 6 Putsche gegeben. Also einmal in der jetzige in Niger, dann davor 2-mal in Burkina Faso und davor 2-mal in Mali und 1-mal in Guinea. Und das ist ja nicht alles, sondern die Sahelzone wird ja durchgehend überall in allen Bereichen erschüttert. Also der Sudan, der Kongo, der Tschad, der Äthiopien, alle Länder sind betroffen. Und es wird im Moment so sehr viel über die politischen Implikationen da geredet. Aber ich denke, das Ganze hat eine viel grundsätzlichere Ursache. Und das ist die Explosion der sozialen Ungleichheit. Also man muss sich einfach nur mal Niger selber ansehen. In Niger ist die Bevölkerung explodiert. Die betrug vor ungefähr, ich glaube, 15 Jahren 12 Millionen. Heute sind es 25 Millionen. Und von diesen 25 Millionen leben 10 Millionen weit unter der Armutsgrenze. Also in Afrika unter der Armutsgrenze zu leben, das heißt also knapp vorm Hungertod zu sein. Und wenn man sich ansieht, das Einkommen der Leute in Nigeria, also in der Einkommensgruppe, der 195 Länder, die die UNO da registriert, liegt Niger auf dem drittletzten Platz. Also das ist ein bettelarmes Land. Ganz erschreckend ist die Kindersterblichkeit. Ich glaube, 11,5% der Kinder sterben, bevor sie 5 Jahre alt werden. Also die Zustände da sind grauenvoll. Gleichzeitig wird dieses Land natürlich unglaublich ausgebeutet. Also es hat riesige Vorräte an Uran, Kobalt, Diamanten und Platin, die natürlich nicht der Bevölkerung zugutekommen, sondern von westlichen Konzernen, insbesondere vom französischen Großkonzern Orano gefördert werden, der da Milliarden Gewinne macht. Also das ist die grundsätzliche Problematik, die hinter dieser ganzen Sache steckt. Also diese unglaubliche Explosion der sozialen Ungleichheit, die jetzt auch noch angefacht wird, dadurch, dass die Währungen in diesen Ländern da immer mehr an Wert verlieren. Also wir haben ja da immer noch die Kolonialwährung, muss man sich vorstellen, den CFA-Franc. Das ist eine Kolonialwährung, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt wurde und die für mehrere Länder in der westlichen Sahelzone gilt und die praktisch deren finanzielles Schicksal in die Hände von Frankreich legt. Und es ist auch kein Zufall, dass Frankreich und die USA zusammen mit Deutschland die Länder sind, die dort also auch noch ihr Militär stationiert haben. Und Deutschland ist da auch involviert. Deutschland hat gerade im Mai diesen Jahres, hat der Bundestag einen weiteren Einsatz in Niger der Bundeswehr freigegeben. Und Deutschlands Interesse ist natürlich klar. Also Frankreich bezieht sein Uran für die Atomkraftwerke aus Niger und Deutschland ist teilweise von diesen Lieferungen aus Frankreich abhängig, muss also auch mit dafür sorgen, dass dieses Uran abgebaut und nach Frankreich verschifft werden kann. Ja, genau wie Sie es genannt haben, das ist die Bedeutung, weshalb immer die Welt erschüttert wird, weil es natürlich die Wirtschaft erschüttert und hier die Nuklearindustrie in Gefahr ist, gerade wenn man selbst die Atomkraftwerke ausgestellt hat. Ganz genau. Sehen Sie hierbei vielleicht auch eine zweite Front eines Ukraine-Krieges, also eine sehr, sehr große Verschärfung? Natürlich wird das auch ausgenutzt von den einzelnen Mächten. Also wir hören ja jetzt immer, dass die Wagner-Truppen da angeblich aktiv sind. Also man kann das alles nicht nachweisen. Aber es ist ja ganz klar, dass die ganzen Großmächte immer versuchen, da sich gegenseitig Terrain abzugrasen. Und der Niger und die ganze westliche Sahelzone, die befindet sich eben immer noch fest in der Hand der alten Kolonialmächte. Und das ist also in Europa hauptsächlich Frankreich. Und da gibt es natürlich das Interesse, diese Länder also in Schwierigkeiten zu bringen. Also ich bin ganz sicher, dass Russland da auch aktiv ist und dass da vielleicht auch noch einige andere Länder aktiv sind. Aber das ist alles sehr schwer zu durchschauen. Aber die Grundlage, auf der das alles wirklich passieren kann, ist eben die verzweifelte Situation der Bevölkerung.
Und diese verzweifelte Situation geht darauf zurück, dass diese Bevölkerung einfach weiterhin in unglaublicher Armut lebt, während diese westlichen Großkonzerne das Land bis aufs Mark ausbeuten. Ja, und im Hintergrund tut man dann ganz so moralisch, dass man doch in Afrika immer hilft und alles Mögliche macht. Ja, das ist das besonders Abscheuliche an dieser Situation, ist ja, dass Herr Macron angetreten ist, als er Präsident geworden ist und gesagt hat, also er will alle kolonialen Erbschaften da ablegen und will den Leuten mehr Freiheit zugestehen, hat damals auch gesagt, also der CFA-Fonds wird abgeschafft. Er hat ihnen dann erlaubt, diese Währung anders zu nennen. Die heißt seitdem nämlich in einigen von diesen Ländern ECO. Aber diese Währung ist immer noch an den Euro gebunden. Und also die ganzen finanziellen Richtlinien für die Zukunft, die werden von der französischen Zentralbank gelegt und von niemandem anders. Wir gehen über in ein deutsches Thema, und zwar die AfD. Denn das ist auch ein Thema schlechthin immer in den Schlagzeilen, weil die Umfragewerte weiterhin steigen und dadurch natürlich auch die Kritiken von anderen Parteien auch immer größer werden. Ja, könnte die AfD denn die nächste regierende Partei sein? Ja, das vermag ich im Moment nicht zu sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass die AfD dann vielleicht mit irgendjemandem koaliert, weil die AfD ist ja im Moment schwer bemüht, sich so als extrem systemtreue Partei zu etablieren. Die AfD wäre nie das geworden, was sie geworden ist, wenn sie nicht die Hilfe der Medien gehabt hätte. Also die AfD hat am Anfang ihrer Karriere Wahlergebnisse erzielt, die absolut fantastisch waren, die nur deswegen so fantastisch waren, weil sie eben in allen Medien immer so auf den ersten Seiten da erwähnt wurden. Aber ich sehe bei der AfD Folgendes. Also es geht ja jetzt im Moment auch, ging ja auch bei dem Parteitag hauptsächlich um die Aufstellung von Kandidaten zur Europawahl. Und da sieht man ja, dass die AfD also auch das Europaparlament mit unterstützt, indem sie Leute selber dahin schickt. Also das ist eine absolut systemtreue Partei, die aber im Moment so als Buhmann aufgebaut wird, um einen künstlichen Konflikt zu generieren, um die Leute abzulenken. Und das wirkliche Thema, das wirklich entscheidende Thema im Moment, das ist die Einführung einer neuen Währung. Das ist die Einführung von digitalen Zentralbankwährungen. Und davon müssen die Leute abgelenkt werden. Und dass jetzt gerade um die AfD so ein Hype gemacht wird, ist auch ganz interessant, weil in der letzten Woche kam ja eine Meldung, die eigentlich die Leute viel mehr hätte bewegen müssen. Und zwar, das war der Start von der Start von WorldCoin. Also WorldCoin ist eine Kryptowährung, die ein besonderes Charakteristikum hat. Die ist nämlich gekoppelt an die Iris-Erkennung. Also da kann man dieses WorldCoin sich nur beschaffen, wenn man seine Iris scannen lässt und damit sich also praktisch biometrisch erfassen lässt. Und das ist die Zukunft, in die wir im Moment gesteuert werden. Diese biometrische Erfassung der Menschen zugunsten des Ausrollens der CBDC. Und davon müssen die Menschen einfach abgelenkt werden. Also WorldCoin, da sollte sich wirklich jeder mal drüber informieren, wie das da im Hintergrund gemacht wurde. Also interessant war ja, dass angeblich schon 2 Millionen Leute sich haben registrieren lassen. Was sehr selten zu lesen war, dass diese 2 Millionen Leute alle dafür bezahlt worden sind. Ganz oft in Entwicklungsländern, also in Asien, vor allem in Indonesien. Da sind die Leute dann von Dorf zu Dorf gezogen, haben den Leuten, die da bettelarm sind, ein bisschen Geld gegeben dafür, dass sie ihre Iris haben scannen lassen. Und dann anschließend sind sie aufgetreten mit der großen Nachricht, dass inzwischen 2 Millionen Leute registriert werden. Das Verrückte ist, dass die das auch geschafft haben, hier also Leute dafür zu begeistern. Also das gab da in einigen Kaufhäusern in Europa Stände von WorldCoin, wo die Leute auch ihre Iris gleich scannen lassen konnten. Also das Schlimme ist, dass die Leute da ganz bereitwillig in diese Falle hineintappen, weil das ist eine Falle, da werden die biometrischen Daten gesammelt und was mit denen dann gemacht wird, das kann kein Mensch von außen kontrollieren. Daran sieht man auch, dass eben Daten gerade das Wichtigste sind, was es eigentlich gibt. Weil wenn man sich einfach überlegt, man erschafft etwas aus dem Nichts, ein Coin. Also du kannst es nicht anfassen, es ist irgendetwas Digitales, was ich einfach auf Knopfdruck vermehren kann, um dann etwas zu bekommen von dir, also Datensätze von deinem Körper. Also das ist wirklich absolut absurd. Und die Menschen schenken trotzdem ihr Vertrauen darauf, das zu benutzen. Ja, interessant ist ja auch, wer der Gründer der ganzen Sache ist. Das ist der Gründer von AI, Sam Altman. Und der Mann steht auch hinter ChatGPT. Also da ist im Moment eine richtige Großoffensive im Gang zur Erfassung von biometrischen Daten.
Also wirklich heftig. Ganz kurz bei der AfD, da wir jetzt dort abgedriftet sind, da gibt es nämlich, da wollte ich nämlich noch eine Nachfrage, und zwar wegen dem Verfassungsschutz. Denn das ist ja gerade auch der Kritiker schlechthin neben den ganzen Parteien und wird aber seitens der AfD kritisiert. Und da ist meine Frage, ist denn der Verfassungsschutz eine unabhängige, neutrale Instanz, der man eigentlich vertrauen sollen müsste, dass sie wirklich die Verfassung schützen? Also einmal, es gibt keine neutrale Instanzen in unserer Gesellschaft. Also die ganzen Instanzen unterliegen einfach den Interessen der Leute, die wirklich die Macht in den Händen halten. Und das sind im Moment die Chefs der großen Digitalkonzerne und der großen Finanzkonzerne, also der Vermögensverwalter. Davon unabhängig ist niemand. Die müssen sich ja auch an unsere Verfassung halten. Und unsere Verfassung ist ja alles andere als gerecht, weil in unserer Verfassung kommen die beiden wichtigsten Machtfaktoren nicht vor. In der Verfassung wird weder Geld erwähnt, noch werden Daten erwähnt. Also unsere Verfassung ist völlig veraltet und hat vor 70 oder 75 Jahren, als sie eingeführt wurde, denen genützt, die damals die Macht in der Hand haben. Das hat sich inzwischen ein bisschen verschoben. Damals waren es noch die Großkonzerne, die meistens also auch im Hintergrund von den USA geführt wurden. Heute ist es der digital-finanzielle Komplex, der einfach die gesamte Welt sich unterordnet und alles dabei platt macht. Und natürlich gibt es also auch innerhalb des Verfassungsschutzes so ein paar Juristen, die glauben, dass sie da was Gutes tun und dass sie versuchen, irgendwelche Gesetze hochzuhalten. Aber das hat alles in unserer Zeit überhaupt keinen Wert mehr. Gesetze werden gebrochen, wenn es der Elite nützt, und Gesetze werden auch abgeschafft, wenn es der Elite nützt. Und also unabhängig ist heute in dieser Welt niemand. Alle sind abhängig von den Datenflüssen und von den Finanzflüssen. Und wir sehen es ja auch, dass es auf globalem Raum genau das Gleiche passiert. Und da müsste man schon spätestens erkennen, dass nicht der Politiker hier die letzte entscheidende Instanz ist, sondern es andere Dinge dahinter gibt. Aber natürlich interessieren unsere Zuschauer auch die Verhältnisse in Deutschland. Und hier gerade hat der Wirtschaftsminister schlechthin, Habeck, ja, er hat für die deutsche Industrie ein Sterben prognostiziert, wenn nicht gewisse Maßnahmen getroffen werden, wie zum Beispiel der Vorschlag, die Strompreisbremse. Aber was soll denn mit der deutschen Wirtschaft passieren? Weil er hat es ja selbst verursacht, dass das so passiert ist. Na, man muss sagen, also Herrn Habeck braucht man da gar nicht zuzuhören. Also der Mann ist hoch inkompetent und redet so ein wirres Zeugs vor sich hin. Aber er ist einfach nur eine Marionette, die von hinten gesteuert wird. Und die Leute, die im Hintergrund sitzen, das sind die ich eben schon erwähnt habe. Das ist der digital-finanzielle Komplex. Und dieser digital-finanzielle Komplex hat in den letzten 3 Jahren die Weltherrschaft übernommen. Also wir haben diese Gesundheitskrise nicht umsonst erlebt. Also für mich war 2019 das Schlüsseljahr. 2019 war klar, unser altes Geldsystem ist am Ende. Es muss ein neues herbeigeführt werden. Jetzt wird über einige Jahre noch dafür gesorgt, dass dieses alte Geldsystem nach Strich und Faden geplündert wird. Und dann wird das Neue im Hintergrund vorbereitet. In der Zeit wird das Neue im Hintergrund vorbereitet und das wird dann eingeführt. Das Wichtige bei dieser ganzen Sache ist, dass wir eine ganz große Veränderung erlebt haben. Und zwar ist das ganz gut zu sehen an dem Beispiel von Budweiser. Also Budweiser ist diese große amerikanische Bierfirma, und diese große amerikanische Bierfirma hat sich im Moment ganz großen Schaden zugefügt. Die hat nämlich eine Werbekampagne mit einem Transgender-Menschen da gemacht, und das ist sehr schlecht bei den Menschen angekommen. Warum macht ein Unternehmen so etwas? Ganz einfach, weil dieses Unternehmen vom digital-finanziellen Komplex dazu gezwungen wurde, weil dem ist der Gewinn des einzelnen Unternehmens völlig egal. Der verdient sogar, wenn ein einzelnes Unternehmen untergeht. Also man kann heute mit Leerverkäufen, kann man an dem Niedergang von Unternehmen gut verdienen. Und deswegen, wenn Herr Habeck jetzt die Wirtschaft in Grund und Boden wirtschaftet hier, dann kann im Finanzbereich, können da riesige Gewinne dabei entstehen. Wenn man Herrn Habeck zwingt, den einen Industriebezweig, zum Beispiel meinetwegen die deutsche Autoindustrie, jetzt gegen die Wand zu fahren, dann kann man große Leerverkäufe auf VW und auf Opel tätigen, und dann hat man nachher riesige Gewinne eingefahren. Also das ist das Schlimme an unserem Finanzsystem. Durch die Finanzialisierung der letzten 50 Jahre kann man auch am Zerbrechen dieses Systems gut verdienen. Und die Leute, die ganz oben sitzen, die haben an einzelnen Unternehmen überhaupt kein Interesse mehr. Vor allem muss man sagen, die ganz Großen, die wandern dann ab. Die finden dann ihre eigenen Dinge. Die haben nämlich auch nichts unbedingt gemeinsam mit dem Land. Ja, man kann ja auch woanders dann produzieren und weggehen.
Ja, ich wollte noch auf die Immobilienbranche eingehen, denn hier gibt es ja momentan Schlagzeilen, die kriselnde Baubranche. Der Handwerkspräsident Jörg Dietrich schlägt Alarm, da die Auftragszahlen um mehr als 20% eingebrochen sind. Wie kann man sich jetzt die nächste Zeit für die Immobilien, für den Immobilienmarkt vorstellen? Na, da gibt es auch große Probleme, ganz einfach deswegen, weil die Zinsen ja wieder angehoben wurden. Also die Zinsen für Bauvorhaben sind jetzt wesentlich höher als vor einem Jahr noch und keiner weiß, wie hoch sie noch steigen werden. Und das bremst natürlich die Baufreudigkeit. Also wir haben ja in den letzten Jahren einen unglaublichen Bauboom erlebt, deswegen, weil der Leitzins immer weiter gegen Null gegangen ist. Und wenn man sehen will, wo die Entwicklung hingeht, dann muss man nur mal nach Amerika gucken. Also in Amerika haben wir es mit einer riesigen, sich entwickelnden Immobilienkrise zu tun im Moment. Und zwar vor allem bei den Gewerbeimmobilien, weil da hat sich ja was Großes geändert, auch künstlich herbeigeführt durch die Gesundheitskrise der letzten 3 Jahre. Durch das Einführen von Homeoffice stehen jetzt unglaublich viele große Gebäude leer. Und die Besitzer dieser Gebäude sind händeringend bemüht, diese Gebäude zu verkaufen und kriegen dafür teilweise nur also einen geringen Prozentsatz dessen, was sie gefordert haben. Und das bringt natürlich viele Investoren in Schwierigkeiten. Und da rollt die nächste große Krise auf uns zu. Genau wie damals sind auch die ganzen Schulden da wieder gebündelt und an ausländische Banken verkauft worden. Also wenn in Amerika der Immobilienmarkt zusammenbricht, dann werden wir das auch bei uns spüren. Aber bei uns ist auch eine ähnliche Entwicklung unterwegs. Und wir wissen ja alle, dass die Immobilienpreise gerade auch für Privatimmobilien im Moment auf absoluten Höchstständen sind. Und das kann einfach auf Dauer nicht so weitergehen. Wenn wir bei den USA bleiben, da gab es ja auch einen riesengroßen, skandalösen Vorfall. Und zwar die Ratingagentur Fitch hat nämlich die Bonität der USA runtergestuft. Also das heißt, sie haben ihre Spitzenbewertung entzogen bekommen. Und da wir wissen, wie diese Ratingagenturen vorgehen und, ich sage mal, sehr käuflich sind, was sollte das für eine Außenwirkung haben? Ich denke, die Ratingagenturen müssen schwer daran arbeiten, dass ihre Glaubwürdigkeit nicht ganz den Bach runtergeht. Und ich meine, die Situation des amerikanischen Staates ist so offensichtlich. Die USA haben Staatsschulden von über 30 Billionen Dollar. Die wollen jetzt wieder neue Staatsanleihen herausgeben. Da muss so eine Rating, zumindest eine von den drei großen Ratingagenturen mal nach vorne preschen und sagen, wisst ihr was, Leute, ich stufe die USA mal herab. Na gut, die haben sie von 3A auf 2A plus herabgestuft. Das ist dann ganz groß aufgebauscht worden. Viele denken dann, ja gut, die müssen das jetzt machen und die tun das, die tun nur ihre Arbeit. Man muss sich mal angucken, wem die Ratingagenturen gehören. Die Ratingagenturen sind Teil des großen Spiels. Die gehören ganz großen Investoren. Dahinter stecken natürlich auch wieder die großen Vermögensverwalter. Also das ist alles ein Spiel, was den Leuten suggerieren soll, dass es da tatsächlich noch irgendwelche Institutionen gibt, die ihnen die Wahrheit über das, was im Finanzsystem passiert, berichten. Also im Grunde auch nur ein Spiel für die Massen, damit man vordergründig eine gewisse Meinung hat. Wir befinden uns zurzeit in so einer Art Matrix-Film. Also man muss sagen, also alles, was uns vorgespielt wird, hat mit der Wirklichkeit also zu 99% sehr wenig zu tun. Und das, was wirklich wichtig ist, das wird in den Medien, vor allen Dingen in den Mainstream-Medien, so gut wie nicht erwähnt. Das sehe ich zu 100% genauso. Ich sehe, das ist wirklich heftig. Ich möchte auf unser letztes Thema noch eingehen, und zwar der Ukraine-Krieg. Auch Schlagzeilen, die uns Tag für Tag ereilen, obwohl es immer Kriege gab. Aber das ist jetzt der wichtigste. Und beispielsweise in letzter Zeit gab es eben derartige Vermutungen, dass der Krieg absolut eskaliert, weil eben Polen die Truppen an die Grenzen von Weißrussland verlegt haben und Russland direkt gesagt hat, wir stehen hinter Weißrussland. Und natürlich gab es da gewisse Meinungen, dass dann die NATO mit einbezogen wird, wenn Polen irgendetwas plant und so weiter. Ja, was könnte sich hier ereignen? Na, ich denke schon, dass da immer weiter gezündelt wird an diesem Konflikt und dass der Konflikt wirklich auch noch größer werden kann. Ich bin mir natürlich nicht sicher, ich habe keine Kristallkugel, in die ich gucken kann, aber ich sehe nur, dass alle Seiten nichts tun, um diesen Konflikt irgendwie beizulegen und zu einem friedlichen Ende zu kommen. Also ich habe da sogar ganz, ganz erschreckende Zahlen gesehen jetzt gerade. Also angeblich hat die Ukraine in den letzten 2 Monaten 43.000 Todesopfer zu beklagen unter diesen jungen Soldaten, die da an die Front geschickt werden, die vorher zwangsrekrutiert werden. Also das ist in meinen Augen eine Art, der da vor sich geht, der bei uns in der Presse auch völlig falsch dargestellt wird. Bei uns heißt es dann immer, ja, wir stehen mit der Ukraine, wir kämpfen für die Demokratie da.
Aber die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Da werden junge Leute zwangsrekrutiert und direkt in den Tod geschickt. Und die Waffen, die da eingesetzt werden, also da habe ich jetzt gerade von einem Experten was gehört, die sind also so grauenvoll, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Also ich wusste zum Beispiel nicht, dass man da Raketen abschießt, die auf Handys zielen, um ihr Ziel zu treffen, die über 30 Kilometer dann fliegen können und dann mit absoluter Präzision ein vorher einprogrammiertes Handy treffen und beim Auftreffen auf dieses Handy eine Hitze von 1000 Grad erzeugen, sodass die Person, die dieses Handy trägt, dann praktisch verdampft. Also das sind so grauenvolle Dinge, die werden uns aber nicht geschildert. Stattdessen steht der Hofreiter da und sagt, wir, die Grünen, sind dafür, dass man mehr Waffen dahin liefert, weil wir müssen unseren Freunden da helfen. Ich finde, Herr Hofreiter sollte mal gezwungen werden, sich so eine Erschießung eines Menschen da mal aus der Nähe anzusehen. Dann, glaube ich, würden ihm auch mal ein paar Zweifel an seinen Aussagen kommen. Aber da bahnen sich in meinen Augen wirklich ganz schreckliche Dinge an. Und es ist wie in allen Kriegen, dass uns dieser Krieg irgendwie so als so eine mehr oder weniger aseptische Sache vorgeführt wird. Da werden dann irgendwelche Verlustzahlen gemeldet, da werden Landgewinne gemeldet, aber das grauenvolle Leid der Menschen, das wird überhaupt nie erwähnt. Ja, das stimmt. Und wir müssen sagen, beide Seiten, sowohl Ukraine als auch Russland, benutzen oder wenn man überhaupt Krieg als moralisch ansatzweise bewerten könnte, aber absolut unmoralische Waffensysteme, was da vor sich geht. Absolut, absolut. Also das ist wirklich schrecklich. Und Sie haben vollkommen recht, diese Bilder werden natürlich den Menschen nicht geschildert, ansonsten würden sie ja direkt Frieden haben wollen. Aber das soll ja nicht sein, sondern man soll es unterstützen und sagen, jetzt noch ein paar Waffen und dann haben sie gewonnen. Genau. Ja. Aber man merkt, dass beide Seiten und jegliche Form, die sich dahingehend einmischen, kein Interesse an einem Ende des Krieges haben. Absolut. Vielen, vielen Dank für die ganzen Informationen. Und wir gehen rüber in den unzensierten Teil, denn da habe ich noch ein paar Fragen, die hier so nicht gern gesehen werden.